Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Gelöschte Nachrichten bei WhatsApp wieder lesen. Ich zeige euch, wie das funktioniert. So, dafür müssen wir einmal in die Einstellungen des Smartphones hineingehen. Und wenn noch nicht geschehen, müssen wir hier die Entwickleroption einmal aktivieren. Das machen wir hier im System über Telefon. Da gehen wir rein bis ganz nach unten, wo wir die Bildnummer sehen. Da drücken wir jetzt mehrmals drauf und dann müssen wir jetzt unseren PIN eingeben, den Gerätepin, um dann entsprechend die Entwickleroptionen freizuschalten. So, wenn wir diese freigeschaltet haben, dann finden wir die hier auch in dem Bereich System erweitert. Und hier haben wir jetzt die Entwickleroptionen. Da müssen wir aber in dem Fall nicht rein, sondern wir müssen jetzt hier eine freie Stelle finden auf unserem Desktop, halten den Finger gedrückt und öffnen jetzt hier die Widgets. So, hier suchen wir jetzt nun das Benachrichtigungsprotokoll. Dazu gehen wir in die Einstellung und hier dieser Punkt ist es, den halten wir gedrückt. Dann öffnet sich das Ganze hier und hier haben wir das Benachrichtigungsprotokoll. Da drücken wir nochmal drauf und dann haben wir hier die Verknüpfung dazu und da klicken wir jetzt drauf. Und alles, was hier oben ja, an Benachrichtigungen erscheint, und eben wenn das eine WhatsApp-Nachricht ist, die da oben erscheint, und diese wird dann hier eben entsprechend zukünftig angezeigt. Und wir können dann lesen, was da gestanden hat, auch wenn das im Nachgang dann eben gelöscht wird. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, meine Video-Software ist jetzt hier aktuell am Start. Das signalisierte mir und zeigt mir hier an. Und ja, ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.